Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung zu den Brettspiel-News. Die Siedler von Catan oder Catan, wie das Spiel ja seit kurzem heißt, könnte verfilmt werden. Die Filmrechte und TV-Rechte wurden von einer amerikanischen Produzentin gekauft. Nun kann man sich fragen, was will man da genau verfilmen? Schließlich ist das Spiel zwar sehr schön, aber hat jetzt nicht die mega Geschichte zu erzählen, aber es ist natürlich sehr populär und die Produzentin hat auch gemeint, ihre Kinder hätten sie dazu mehr oder weniger animiert oder überredet, sich diese Rechte zu sichern. Also wir können gespannt sein, aber ich sag mal grundsätzlich natürlich eine tolle Nachricht, denn ja, es kann dem Thema Brettspiel nur helfen, wenn sich da jetzt auch eine amerikanische Filmproduktion mal dran versucht. Ich zumindest war schon sehr überrascht, dass auch zum Beispiel auf Engadget.com zu lesen. Den Link habe ich euch auch da gepostet. Da habe ich, ich verfolge den Blog Engadget schon ziemlich lange und ich glaube, ich habe noch nie irgendwas zum Thema Brettspiele da gelesen, aber dass Siedler vielleicht verfilmt wird, das war selbst Engadget eine Nachricht wert. Von daher, ja, sind wir mal gespannt und hoffen, dass da wirklich auch mal irgendwann was kommt. Letzte Woche wurde das Community Llama 2014 verliehen und ja, gewonnen hat La Cosa Nostra von Johannes Sich. Und nun kann man sagen, dieses doch überraschende Ergebnis hat zu einer relativ heftigen Diskussion geführt auf spielama.de, sowohl in den Kommentaren zum Video als auch im Forum. Nun, natürlich ist der Sieg von La Cosa Nostra überraschend, doch was noch erstaunlicher ist, dass ein weiteres Crowdfunding-Spiel relativ weit oben gelandet ist, nämlich Rock'n'Rodeo, der Festivalmanager, auf Platz Nummer 6. Nun, wie kam es zu der ganzen Geschichte? Klar, beide Spiele haben eine eigene Community, die sie unterstützt und die beiden Spielemacher haben im Vorfeld der Abstimmung eben auf Facebook auf diese Abstimmung hingewiesen und natürlich darum gebeten, für ihre Spiele zu stimmen. Warum auch nicht? Ja, leider war dieses Ergebnis für alle Beteiligten irgendwie ein bisschen unglücklich. Zum einen, die Spielama-Community war teilweise einfach ein bisschen genervt davon, dass aus ihrer Sicht die Abstimmung durch diesen Facebook-Aufruf verzerrt wurde. Auf der anderen Seite waren aber auch die Leute, die für La Cosa Nostra oder für Rock'n'Rodeo gestimmt haben, dann nicht besonders begeistert, weil denen wurde dann mehr oder weniger vorgeworfen, ihr habt irgendein verrücktes Spiel da auf Nummer 1 gewählt, was es gar nicht verdient hat. Und die haben sich natürlich auch angegriffen gefühlt, haben dann wiederum zurückgeschossen und gesagt, ja, aber die Spiele habe ich gewählt, weil ich sie einfach gut finde und so weiter. Und es ist eine offene Abstimmung. Kann man ja auch wirklich im Endeffekt nichts dagegen sagen. Für das Community Llama selbst als Preis ist die ganze Sache aber besonders traurig. Denn schlagartig wurde irgendwie allen, auch mir selber muss ich zugeben, natürlich klar, dass der Preis doch auf ziemlich wackeligen Beinen steht. La Cosa Nostra hat gewonnen mit 80 Nummer 1, stimmt, glaube 86 oder sowas. Auf Platz 2 dann die Alchemisten, glaube mit 40 oder 45 Nummer 1, stimmt, also auch noch mit einem riesen Abstand. Aber natürlich, 80 Nummer 1 Stimmen ist natürlich für eine kleine Facebook-Community, die ein Spiel supportet, nicht schwierig zu erreichen. Und daran sieht man halt einfach, wenn einem 50 Stimmen, im Endeffekt 50 Nummer 1 Stimmen reichen, dann wird man schon Platz 2. Dann ist einfach dieser Preis, steht der auf nicht gerade stabilen Füßen. Ist schade, letztendlich wäre es, glaube ich, schön, wir hätten so einen Preis, der auch irgendwie repräsentative Ergebnisse erzielen kann, aber dazu müssten halt schon mindestens doppelt so viele Leute, wenn nicht irgendwie dreimal so viele Leute auch sich beteiligen. Ich glaube, 500 Stimmen oder so wurden abgegeben, das reicht halt einfach nicht aus. Der Johannes und der Matze, die Spielautoren, haben das natürlich auch irgendwie selber gemerkt, ist auch unangenehm für sie, plötzlich kriegen sie da auch Gegenwind, sagen viele Leute, Spiele sind gar nicht so gut, wie hoch sie gelandet sind. Ich muss sagen, La Cosa Nostra habe ich auch gespielt und ich supporte sowas auch total, weil ich finde, ja, es ist einfach Pionierarbeit, die da geleistet wird. Wir haben eine Menge aufzuholen im Crowdfunding-Bereich hier in Deutschland. Und
da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es mehr solche Projekte gibt wie La Cosa Nostra und freue mich auch wirklich, dass das Spiel ja auch ein großer Erfolg jetzt ist, auch von anderen Medien einfach darüber berichtet wird. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Auf der anderen Seite, wenn dann so ein Preisergebnis rauskommt, dann bin ich natürlich auch als Rezensent in der dummen Lage dann zu sagen, naja, aber wenn man sich eben den Spielejahrgang 2014 anguckt und der war wirklich stark, dann kommt halt La Cosa Nostra in meiner persönlichen Top 20 auch nicht vor. Und ja, dann ist man halt in dieser Situation im Endeffekt das Spiel wieder einfach einzuordnen und natürlich zu sagen, klar, im direkten Vergleich mit ja, so vielen Spielen dieses Jahrgangs, da kann es natürlich dann doch nicht mithalten und das macht es nicht zu einem schlechten Spiel. Ich finde es auch immer noch toll für eine bestimmte Zielgruppe und für das, was es sein will, aber natürlich ist es bei weitem nicht das beste Spiel 2014. Und die haben dann im Endeffekt ihre Nominierung auch zurückgezogen. Ob das jetzt auch so toll ist, im Endeffekt hat La Cosa Nostra jetzt das Community Llama 2014 nicht angenommen, da bleibt die Frage, wer ist es denn jetzt geworden? Sind es jetzt die Alchemisten oder nicht? Da ist große Konfusion man wird einfach sehen. Ich denke, es wird da auch Veränderungen geben. Die Verantwortlichen haben schon gesagt, sie werden sich da was überlegen für nächstes Jahr. Was das sein kann, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Den Preis jetzt noch mehr einzugrenzen, wer da voten darf, keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Crowdfunding-Projekte ausschließen. Ja, aber letztendlich könnte auch jeder Verlag hingehen, die müssen, was weiß ich, Pegasus, wenn da nur jeder Mitarbeiter und ihre Freunde für irgendein Spiel voten, ist das auch auf Nummer 1. Also das ist halt einfach ein Problem der Größe und das ist natürlich grundsätzlich schade, weil ich habe mich immer gefreut über den Preis und habe ihn ja auch empfohlen hier in den News, dass ihr da mitmacht und deshalb ist das Ganze schon ziemlich schade, wie es gelaufen ist. Zu Spielen habe ich auch noch was zu sagen. Es kommt ein neues Spiel von Marc André, dem Autor von Splendor. Und zwar heißt es Baronie oder so. Auf jeden Fall, es geht darum, dass wir einen Baron spielen. Und es sieht sehr klassisch aus. Wir haben eine Hexfelder-Landschaft, so ein bisschen siedlermäßig mit verschiedenen Landschaftssorten. Und müssen dann mit unseren Rittern und unser Gebiet da vergrößern und verteidigen. Letztendlich geht es darum, bei den Adelstiteln aufzusteigen, wahrscheinlich vom Baron eben bis zum Kaiser durch. Sieht sehr klassisch aus, aber ich bin da durchaus offen dafür. Ich glaube so, Deus hat es ja vorgemacht, aus diesem klassischen Siedlermechanismus oder Siedler-Setup, nicht Mechanismus, Siedler-Setup, kann man immer noch was machen und ich bin gespannt, was Marc André draus gemacht hat. Außerdem hat die Brettspielbox ausgegraben, dass es eine Erweiterung für Call Express wohl geben wird in Essen. Das hört sich natürlich super an und zwar mit Pferden. Wir können jetzt wahrscheinlich mit unseren Banditen auch dem Zug quasi parallel entlang reiten. Das ist super. Call Express natürlich tolles Familienspiel dieses Jahr und die Erweiterung natürlich gern gesehen. Ansonsten, ja, es kommt diesmal wirklich der Brettspielclub Folge 3 Lords of Xedit. Lang habt ihr drauf warten müssen, aber nächste Woche am Mittwoch, den 4. März, ist es soweit und die Folge wird auf Hunter und Kron veröffentlicht werden. Sie ist schön geworden, es ist mit Abstand das komplizierteste Spiel, was wir im Brettspielclub bislang gespielt haben. Lords of Xedit, wenn ihr es kennt, eine Neuauflage des Klassikers Himalaya. Tolles Miniaturen, Programmier, Fantasy-Spiel im Seasons-Universum. Ich freue mich riesig drauf, es dann auch endlich fertig zu sehen. Nächste Woche ist es soweit. Bis dahin gibt es auch noch ein bisschen Content, damit es euch die Wartezeit ein bisschen verkürzt. Zum einen kommt jetzt bald das Review von Hyperborea. Auch ein tolles, großes, episches Fantasy-Spiel. Und wenn wir es schaffen, kommt auch noch unser Golem Arcana Spezial. Da kam ja der Ben von golemarcana.de, hat uns besucht hier in Berlin. Wir konnten das Spiel uns erklären lassen, mal angucken. Und wir haben es ja auch einmal angespielt mit den Boardgame Junkies. Da kommt auch noch so ein, sag ich mal, First Look Let's Play. Es ist kein richtiges Let's Play, dafür haben wir das Spiel einfach noch zu wenig gekonnt. Aber man kann eben schon mal einen Eindruck gewinnen.
Und ja, auf boardgamejunkies.de gibt es auch schon Berichte darüber. Die haben ihren Text dazu auch schon veröffentlicht. Ja, das war's für heute für die Brettspiel-News. Bedanke mich fürs Zugucken. Fleißig weiter abonnieren. 2500 Abonnenten sind ganz bald erreicht. Da gibt es unser Abonnentenspezial. Ihr könnt gerne weiter kommentieren, was ihr euch dafür wünscht. Welches Spiel sollen wir let's playen? Und ansonsten ja, bedanke ich mich für die Benutzung der Partnerlinks, die ihr auch immer unter jedem Video von uns findet. Das freut uns und hilft uns unheimlich, hier weiterzumachen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.